Hallo und herzlich willkommen zu Malore und Malibu, dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann und ich Jacqueline Sternheimer. Christoph, wir beide arbeiten 35 Stunden, 5 Tage die Woche in der Regel. In der Regel, ja, manchmal auch mehr. Du auch ganz oft weniger, ne? Ja, genau. Quatsch. Aber das ist das klassische Modell. Das klassische Modell, wenn man in der Metall- und Elektroindustrie arbeitet zum Beispiel. Ganz viele der Leute da draußen, die arbeiten aber mehr. Die arbeiten 40 Stunden oder noch mehr Stunden in der Woche. Und manche auch an 6 Tagen in der Woche und nicht nur an 5. Ja, wir wissen ja auch vielleicht noch aus unserer Folge Die Gewerkschaft ist tot, auch solche Sachen sind hart erkämpft, also auch die 40-Stunden-Woche, das haben Gewerkschaften gemacht, die Beschäftigten und die Gewerkschaften. Manche kennen vielleicht den DGB-Slogan aus den 50ern noch, dieses Samstags gehört Fatimir. Seitdem ist zum Glück vieles besser geworden. Also zum Beispiel unsere durchschnittliche Arbeitszeit hat sich in den letzten 140 Jahren mehr als halbiert. Mehr als halbiert ist gut, dennoch sprechen wir heute von der Volkskrankheit Burnout. Burnout bedeutet, bist kaputt, ausgebrannt übersetzt, weil du zu viel zu tun hast, zu viel zu arbeiten. Also da müssen wir eigentlich noch mehr, beziehungsweise weniger. Wir müssen mehr machen, dass wir weniger arbeiten. Ja, genau. Also die WHO, ne, Weltgesundheitsorganisation, spricht da sogar von der größten Gefahr des 21. Jahrhunderts, der Stress im Beruf. Und genau deshalb wünschen sich eben, wie du sagst, viele mehr, nämlich weniger zu arbeiten. Da ist zum Beispiel die 4-Tage-Woche ein sehr beliebtes Modell. Es gibt jetzt eine neue Studie, da ist rausgekommen, dass 70% der Befragten hier in Deutschland eine 4-Tage-Woche tatsächlich bevorzugen würden. 4-Tage-Woche, das klingt sehr, sehr gut. 70% bevorzugen es, wollen das gerne. Unternehmen, die es machen, boah, Mangelware, schwer zu finden. Du hast ein Beispiel gesucht, war gar nicht so leicht, eins zu finden, oder? Absolut nicht, nee. Ja, absolut nicht. Und das, was du jetzt gefunden hast, ist auch eher so eine 4,5 als 4-Tage-Woche. Aber was es genau ist, du hast mit dem Betriebsrat gesprochen, das hören wir uns jetzt an. Bei Borko Höhns in Rodenburg an der Wümme, also zwischen Bremen und Hamburg, werden Fahrzeuge für den mobilen Verkauf hergestellt. Also Foodtrucks oder auch Verkaufswegen, die ihr am Wochenende auf dem Wochenmarkt seht und da vielleicht frische Brötchen rauskauft. Henning Barmann ist dort Betriebsratsvorsitzender und hat gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen eine 4,5-Tage-Woche durchgesetzt. Was das genau ist, wie das seinen Arbeitsalltag und auch sein privates Leben umgekrempelt hat, darüber redet er jetzt mit uns. Hallo Henning. Hallo Jacqueline. Schön hier bei euch, kann ich schon mal sagen. Ja, freut mich. Wir sind nämlich gerade hier schon mal durch den Betrieb gelaufen. Ich habe schon einige Fahrzeuge gesehen und durfte auch mal rein. Und das war echt cool, auch mal hinter dem Herd im Fahrzeug zu stehen und nicht nur vorne die Bratwurst zu kaufen. Ja, Henning, seit diesem Monat habt ihr bei euch im Unternehmen jeden zweiten Freitag frei im Monat. Das heißt, 2 freie Tage hattet ihr schon zusätzlich. Eure Arbeitszeit hat sich von 37 Stunden durch den neuen Tarifvertrag auf 36,5 reduziert. Wie genau verteilt sich eure Arbeitszeit denn jetzt neu? Ja, wir haben die Arbeitszeit so verteilt, dass wir in der Zeit von Montag bis Donnerstag eine halbe Stunde vorarbeiten letztendlich und jeden zweiten Freitag, wo wir halt hier im Hause sind, auch, sodass sich dann die 4,5 Stunden in den 2 Wochen Rhythmus ergeben, um den zweiten Freitag zu Hause zu bleiben. Warum habt ihr gesagt, so, wir wollen jetzt was ändern, wir wollen jetzt eine 4,5-Tage-Woche, sprich jeden zweiten Freitag frei haben? Ja, das spielt schon seit mehreren Jahren, kann man fast sagen, bei den Kollegen, vor allem bei den etwas älteren Kollegen, dass sie sich eine längere Ruhephase wünschen würden. Da gibt es ja große Worte für, wie Work-Life-Balance und so weiter. Das haben wir schon vor 2 Jahren angesprochen bei der ersten Tarifrunde hier bei uns im Hause. Sind da nicht auf taube Ohren gestoßen, sondern auch unsere Geschäftsführung hat damals gesagt, ja, da kann ich mir vorstellen, da muss ich mal drüber nachdenken. Dann ist das da nicht konkret geworden, weil wir, wie gesagt, gerade aus der Insolvenz kamen. Jetzt kam es wieder auf den Tisch. Wir hatten alle möglichen Ideen von flexibleren Arbeitszeit, von der Möglichkeit, kurzfristig eine Auszeit zu nehmen, mit der Garantie wieder auf seinen alten Arbeitsplatz zurückzukommen. Am Ende ist es jetzt dieses Modell geworden. Du hast gerade gesagt, ja, auch gerade die älteren Kollegen und Kolleginnen fanden das ganz interessant, die dann schon irgendwie, weiß nicht, 20 Jahre dabei sind. Aber die Jungen, die müssen ja auch nachkommen. Alle schreien Fachkräftemangel. Bei euch ist das auch ein Thema.
Aber funktioniert das denn dann noch, wenn man sagt, na gut, eigentlich fehlen uns hier noch Beschäftigte, aber jetzt reduzieren wir einfach mal die Arbeitszeit? Auch das haben wir offen diskutiert, auch im Beisein unserer IG Metall-Vertretung. Da hat unser Geschäftsführer eine ganz klare Meinung zu. Die hat gesagt, ich brauche mehr Leute, also muss ich attraktiver werden. Und das ist ein Baustein davon. Ihm ist das völlig klar, dass seine Konkurrenten und Mitbewerber am Markt eher dazu tendieren, oder auch wenn man die Zeitung liest, dass mal nach 42 Stunden und mehr geschrien wird. Diesen Trend will er nicht mitgehen und wollen wir sowieso nicht mitgehen. Er macht halt gerne das Gegenteil von dem, was alle für richtig halten, und sagt, meins ist richtiger. Finde ich gut. Ja. Was macht das denn konkret mit eurer Arbeit? Also bleibt jetzt dann auch mal was liegen übers lange Wochenende und führt dann doch irgendwie noch zu Überstunden im Nachhinein? Oder wie ist es angelaufen bei euch? An sich eine flexible Arbeitszeitregelung haben wir schon immer im Hause gehabt, die wir auch aufgrund der Komplexität unserer Fahrzeuge benötigen. Das, was liegen bleibt, gehe ich nicht von aus, sondern wir haben das so angedacht und auch so eingeschätzt, beide Seiten, dass diese halbe Stunde weniger erstmal durch zusätzliche Motivation kompensiert wird. Mhm. Wie sehen denn die Auftragsbücher bei euch aus? Also wir wissen so, ja, Foodtrucks sind beliebt. Klar, während der Corona-Zeit ging auch einiges nicht an öffentlichen Märkten und so. Aber oder war es andersrum und die Nachfrage war größer, weil man nicht mehr in die Supermärkte konnte? Wie ist das denn bei euch? Also Corona hat uns richtig in die Karten gespielt, wenn man das so sagen darf mit Corona im Zusammenhang. Da die Leute nicht mehr bei irgendeinem Supermarkt an eine Kasse drängen wollten, sondern im Freien einkaufen wollten. Das hat wirklich einen Schub gebracht. Unsere Kunden, also die Wochenmarktbeschicker, wie sie so schön heißen, die konnten nicht so viel Ware mitnehmen, wie sie eigentlich hätten bis abends verkaufen können. Mhm. Das hat uns richtig einen Boom gebracht. Materialmangel, gestörte Lieferketten. Wir haben jetzt so einen Auftragsvorlauf von ungefähr ein Jahr noch. 10 Monate bis ein Jahr, je nachdem, welches Fabrikat und worum es geht. Also von den Auftragsbüchern sind wir ziemlich gesund unterwegs. Die Beschaffung macht uns halt Probleme, wie den Rest der Welt wahrscheinlich auch. Mhm. Vielleicht kannst du in dem Zusammenhang gerade nochmal erzählen, was ihr hier genau macht. Genau, also ihr kriegt quasi fertige Fahrzeuge von Renault oder Fiat, und was passiert dann? Wir bauen im Kern Verkaufsfahrzeuge für den mobilen Handel. Das ist der klassische Wochenmarkt. Von einem 2,50 Meter Bäckeranhänger bis zu einem 7 Meter Fisch selbstfahrendes Auto. Meistens auf Basis von Fiat und Renault, die wir praktisch die Zugköpfe oder die Fahrgestelle bekommen, bildlich gesprochen hinterm Fahrersitz abschneiden, und dann kommt ein original Borkehöhns-Aufbau rauf. Den erkennt man, habe ich eben gelernt, weil wir sind hier durch den Betrieb gegangen, das war sehr spannend, und den erkennt man nämlich immer an der Regenrinne, ne? Ja, wir haben ein eigenes Dachrandprofil, das hat sich so herauskristallisiert, das war nie als Markenzeichen gedacht, aber wir sind halt die oben diese kleine Regenrinne dann haben, das ist richtig. Da kann man vom Weiten schon erkennen, wenn man es nicht an anderen Merkmalen sieht, dass das einer von uns ist. Wie kommt denn jetzt diese 4,5 Tage Woche in der Belegschaft an? Gibt es da Zweifler, die sagen, okay, ist das wirklich alles so, wie ihr das darstellt? Ich habe keine Lust, jetzt die halbe Stunde an dem anderen Tag dran zu hängen. Oder sagen alle, hey, richtig geil, ich mache jetzt ein langes Wochenende auf Fehmarn. Naja, dass sowas nicht gibt, wo man sich das abgucken konnte, ist es natürlich auch nicht ohne Stolpersteine gestartet. In erster Linie hieß es, oh super, ein Tag weniger arbeiten. Man darf nicht vergessen, das sind 26 zusätzliche freie Tage im Jahr. Dann wurde es konkretisiert, da muss man gucken, wie geht man mit Einzelfällen um, Teilzeitbeschäftigte, Mitarbeiter in Berufsausbildung, die einen Freitag Berufsschule haben. So, dann musste man das viel erklären und müssen wir auch immer noch erklären, weil es gibt auch immer noch neue Fragestellungen dazu. Ich gehe da ganz stark von aus, und so wie ich meine Kollegen und Kollegen kenne, dass sich das in ein paar Wochen eingeruckelt hat und dass alle dann wissen, wo sie stehen, und dass das ein System sehr gut ist. Jetzt aber nochmal Butter bei die Fisch. Ja, zur Zufriedenheit gehört ja auch am Ende immer das Geld. Ihr habt in diesem Fall wirklich einen vollen Lohnausgleich ausgehandelt im Tarifvertrag für diese Arbeitszeitverkürzung von 37 auf 36,5. Wären euch die Beschäftigten sonst auf die Barrikaden gesprungen? Weil ja, freie Zeit ist gut und schön, aber am Ende zählt ja auch schon das Geld, ne? Also wir haben tatsächlich diese Reduzierung um die halbe Stunde bei vollem Lohnausgleich erhalten. Zusätzlich muss ich auch dazu sagen, und mache ich auch gerne, dass wir auch noch 5% unsere Entgelte erhöhen konnten. Mhm. Jetzt hast du ja auch schon 2 Freitage, seit das angelaufen ist. Wie nutzt du den? Hast du dir jetzt ein neues Hobby gesucht? Nein, ich habe mir noch kein neues Hobby gesucht. Diese beiden Tage habe ich auch so ganz gut umgekriegt. Ich habe Familie, Haus, Garten.
paar Vereine bin ich Mitglied. Also ich kriege die Tage schon gut voll. Ja, manchmal macht ja auch gerade die Freizeit aus, dass sie einfach freie Zeit ist und man vielleicht gar nicht mehr so viel reinpackt. War es für euch dann am Ende entscheidend, wirklich diesen freien Tag rauszuhauen? Oder wart ihr offen, was die Ausgestaltung der Arbeitszeit angeht? Also als die Gespräche darüber konkreter wurden, dass wir in diese Richtung unbedingt was machen möchten und wollen und sollen, war erstmal alles offen. Aber wir sind dann zu dem Schluss gekommen, jeden Tag ein bisschen weniger zu arbeiten, hilft nicht wirklich bei der Entspannung. Ich muss morgens aufstehen, ich muss mir meine Arbeitsklamotten suchen, ich muss mich ins Auto setzen, muss hierher fahren. Und vor allem mit dem Hintergrund der steigenden Energiepreise ist es ja nicht nur für die Kollegen, die eine Autofahrt sparen, sondern auch fürs Unternehmen, dass wir die Maschinen nicht anfahren brauchen für den Tag. Eine Win-Win-Situation, die man ruhig mitnehmen kann. Und das ist auch der einzige Weg, der für uns sinnvoll ist. Ja, das finde ich gerade bei euch ein super Beispiel, dass es halt wirklich alle Seiten profitieren davon. Und es entspricht dem Wunsch der Beschäftigten. Es hat was mit Beteiligung zu tun. Und deshalb super spannend. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Wir sehen uns dann bei der 4-Tage-Woche wieder. Oh ja, mach's gut. Ciao. So, das war der Henning. Cooles Gespräch habt ihr geführt. Cooler Typ, der Henning. Richtiges Nordlicht, gell, so wie man sich den vorstellt. Ich habe ihn ja nicht gesehen, du hast ihn gesehen. Ich habe ihn nur gehört jetzt. Ich muss sagen, finde ich cool, was die vorangebracht haben da, was er und seine Kolleginnen und Kollegen aus dem Betriebsrat geschafft haben. Immerhin schon mal eine 4,5-Tage-Woche. Das haben sie ja mit Aussicht auf 4-Tage-Woche. Mit Aussicht auf 4-Tage-Woche, mega gut. Gemacht haben sie es wegen Work-Life-Balance. Das ist der Hintergrund. Man muss sogar kurz noch dazu sagen, die haben das alles abgesichert und so, aber man muss schon noch sagen, dass da der Unternehmer auch Bock drauf hat und das ist nämlich genau der Punkt, der hat natürlich auch ein Interesse daran, dass es eine Work-Life-Balance gibt für die Beschäftigten, aber ein ganz wichtiger anderer Grund für eine 4-Tage-Woche ist Beschäftigungssicherung. Also ganz klar ist es so, dass weniger Arbeitszeit auch Arbeitsplätze retten kann. Das haben wir nämlich genauso auch umgesetzt in der letzten Metall- und Elektroindustrie-Tarifrunde. Da ging es nämlich darum, mitten Corona-Krise, Lockdown, alles Mögliche, da ging es darum, Arbeitsplätze zu sichern. Und deshalb haben wir in den Tarifvertrag eine Wahloption zur 4-Tage-Woche eingebaut. Genau. Und warum man mit einer 4-Tage-Woche Beschäftigung sichern kann und wie das geht, warum das für die Beschäftigten gut ist und warum das eigentlich auch für die Arbeitgeber, auch wenn viele das von denen noch nicht geschnallt haben, aber warum das eigentlich auch für die gut ist, das habe ich mit einer besprochen, die sich da besonders gut auskennt. Die ist nämlich Tarifexpertin, das ist die Sophie bei uns. Und alles Weitere kommt gleich. Hör mal rein. Lass mal hören. Warum ist eigentlich das Wochenende nur 2 Tage lang und die Woche 5? Und manche Kollegen müssen sogar 6 Tage in der Woche arbeiten. Geht da nicht mehr? Geht da nicht mehr Freizeit? Kann man da nicht was anders machen, was Neues machen? Muss man da nicht was hinterfragen? Was hinterfragen und sich was Neues einfallen lassen, das machen wir in der IG Metall. Und die Abteilungen, die das machen, die haben natürlich seriöse Namen. Und einer dieser Namen, der heißt tarifpolitische Themen und Handlungsfelder. So heißt das Ressort von Sophie Jenicke, das sie leitet. Und jetzt erstmal, hallo Sophie, schön, dass du da bist. Ja, hallo, danke für die Einladung. Gerne. Jetzt sag mal Sophie, 4-Tage-Woche, was habt ihr euch denn da ausgedacht? Heißt es dann 3 Tage Wochenende? Ja, Freitag ist der neue Samstag. Cool, klingt gut. Ja, finde ich auch. Ich bin auch dabei. Genau, was haben wir heute? Dienstag, dann ist ja nicht mehr lange bis Wochenende. Ja, also das Konzept 4-Tage-Woche haben wir uns ja nicht bei uns in der Tarifabteilung ausgedacht, sondern das ist ja ein Konzept, was schon länger durch die Welt geistert und was aber in den letzten Jahren im Grunde immer mehr Befürworterinnen und Befürworter gefunden hat, was auch einige Unternehmen anfangen umzusetzen. Wir als IG Metall haben in der letzten Tarifrunde gesagt, wir fordern eine 4-Tage-Woche als Option für Betriebe mit Beschäftigungsproblemen, weil natürlich kürzere Arbeitszeiten auch immer Beschäftigung sichern können. Ja, aber 4-Tage-Woche hat natürlich auch noch viele andere Vorteile. Bessere Work-Life-Balance, bessere Gesundheit. Es ist wohl auch gut fürs Klima, wenn die Leute nur noch 4 Tage in der Woche mit ihrem Auto zur Arbeit fahren.
Der Bus ist vielleicht auch leerer oder die S-Bahn, wenn ich mit den Öffis zur Arbeit fahre und das nur 4 Tage in der Woche machen muss. Also Konzept 4-Tage-Woche hat viele Vorteile für die Gesellschaft, für die Umwelt und für die Beschäftigten. Und deswegen finden wir, das ist eine Idee, die man weiterverfolgen sollte. Das Wichtigste muss man als erstes mal sagen. Also es geht um Arbeitszeitreduzierung, aber wir wollen deswegen nicht auf unser Entgelt verzichten, sondern wir wollen das bei einem Ausgleich haben. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich arbeite den Freitag nicht mehr, ich will aber trotzdem noch für den Freitag bezahlt werden, weil sonst ist es ja einfach nur Teilzeit. Ja, also wenn wir als IG Metall über die 4-Tage-Woche reden, dann hat das aus unserer Sicht 2 Knackpunkte. Nämlich einmal, dass wir eine echte Arbeitszeitverkürzung wollen. Und 2. Knackpunkt, wir wollen einen Entgeltausgleich dafür haben. Das heißt, mindestens einen Teilentgeltausgleich, am besten natürlich aber einen vollen Entgeltausgleich, weil das machbar ist, weil das finanzierbar ist und weil das für die Beschäftigten auch gerecht wäre. Wenn man jetzt sagt 4-Tage-Woche, man sagt immer 4-Tage-Woche, aber eigentlich heißt es nur weniger Stunden arbeiten. Das heißt jetzt nicht automatisch, ich arbeite normalerweise eine 35-Stunden-Woche und dann arbeite ich einen Tag weniger, also eine 28-Stunden-Woche, sondern das heißt einfach nur, was heißt das eigentlich genau, 4-Tage-Woche dann? Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn wir über die 4-Tage-Woche reden, dann reden wir über eine 32-Stunden-Woche. Da gibt's aber natürlich dann ganz viele verschiedene Modelle, die man sich für die Umsetzung vorstellen kann. Also es kommt ja auch darauf an, zum Beispiel, ob ich Schicht arbeite oder ob ich nicht Schicht arbeite, wie ich das umsetzen kann. Wenn ich zum Beispiel Schicht arbeite, ist so eine Arbeitszeitverkürzung auf 32 oder 33 Stunden total gut, weil man dann bessere Schichtmodelle basteln kann. Das heißt zwar vielleicht dann immer noch nicht, dass ich nur 4 Tage in einer Woche arbeite, das heißt aber zum Beispiel, dass ich dann 6 Tage arbeite und 4 Tage frei habe. Mhm. So, das heißt, in der Schicht kann ich damit schöne, gesundheitsverträglichere Schichtmodelle basteln. Und wenn ich eben Normalschicht arbeite, dann gibt's auch da natürlich unterschiedliche Modelle, wie man das ausgestalten kann. Also ein sehr attraktives ist tatsächlich, glaube ich, die klassische 4-Tage-Woche. Also dass man dann zum Beispiel sagen würde, ich arbeite 4 Tage in der Woche 8 Stunden und habe einen Tag frei. Sei das jetzt der Freitag oder vielleicht der Mittwoch, wie viele in Frankreich das machen. Da kann man sich ja ganz unterschiedliche Sachen überlegen. Das kann aber auch ganz anders aussehen, weil es, glaube ich, auch Leute gibt, die sagen, oh, jetzt arbeite ich 7 Stunden pro Tag, ich will gar nicht 8 Stunden pro Tag arbeiten. Zum Beispiel, ich muss meine Kinder vom Kindergarten zeitig abholen. Zum Beispiel, ich muss meine Kinder abholen, sonst stehen die nämlich da und weinen, wenn ich nicht komme. kann aber auch zum Beispiel sein, dass es eine schwere und sehr belastende Arbeit ist, wo ich froh bin, dass ich die nur 7 Stunden und nicht 8 Stunden am Tag machen muss. Und dann kann ich mir natürlich auch überlegen, da könnte ich so ein Modell wählen, wie dass ich sage, gut, ich bleibe bei den 7 Stunden, aber mach zum Beispiel einen kurzen Freitag. Was ja für viele auch schon attraktiv ist, wenn man sagt, ich arbeite freitags eben nur noch bis Mittag. Also Freitag ab 1 macht jeder seins. War früher auch irgendwie mal so ein gängiger Spruch, fanden die Leute, glaube ich, auch ganz angenehm. Ich finde den auch ganz gut, den Spruch, ja. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, diese 4-Tage-Woche auszugestalten. Wir wollen das bei Lohnausgleich haben, aber wenn man so in die Historie schaut, die Arbeitgeberseite hat sich da immer ganz schön gewehrt. 1984, als unsere Kolleginnen und Kollegen auf die Straße gegangen sind, um die 40-Stunden-Woche zu vernichten und die 35-Stunden-Woche an Land zu ziehen. Da gab es sogar kalte Aussperrungen und so weiter und so fort. Es hat ewig gedauert, auch ewig gedauert, bis umgesetzt wurde. Es wurde dann umgesetzt. Aber heute, also man hört es immer mal wieder so von so fancy Tech-Unternehmen, dass die damit ihre Arbeitskräfte anlocken. Aber im Moment, die Arbeitgeber, also klar, ich sag mal so, unterm Strich sagen die alle, was, ihr wollt die gleiche Kohle haben und dafür weniger arbeiten? Nö, macht man nicht. Wir zahlen doch nicht für Nichtarbeit, sagen sie. Genau. Was sind denn die Gründe, dass sie das doch machen sollten? Also nicht nur, weil wir das wollen. Also erstens mal, die IG Metall macht ja ganz aktiv Arbeitszeitverkürzungspolitik. Ja? Also in der letzten Tarifrunde Metall-Elektroindustrie haben wir im Osten endlich eine Tarifregelung zur 35-Stunden-Woche, also Arbeitszeitabsenkung von 38 auf 35 Stunden vereinbart. Wir haben in der Textilindustrie Ost die Angleichung der Arbeitszeit vereinbart. Das heißt, in den letzten Jahren haben wir ja schon einige Auseinandersetzungen um Arbeitszeitverkürzung erfolgreich geführt. Es ist aber schon so,
dass Arbeitszeitverkürzung immer ein Riesenkonfliktthema zwischen Beschäftigten und Arbeitgebern ist. Ja, also es gibt eigentlich keine Arbeitszeitverkürzung, die nicht mit massiven Streiks durchgesetzt werden musste. Zuletzt eben im Osten mit vielen, vielen 24-Stunden-Warnstreiks, die ja im Grunde auch eine Form, also unsere selbstgewählte Form von Streiken sind. Also wenn wir uns tatsächlich irgendwann entschließen, dieses Thema auch anzugehen, dann wird es, glaube ich, eine größere Auseinandersetzung. Auf der anderen Seite erlebe ich zurzeit auch, dass immer mehr Unternehmen tatsächlich mindestens laut über die 4-Tage-Woche nachdenken. Eben, es gibt ja welche, die machen das freiwillig. Genau, machen die genau. Das denn freiwillig? Dann? Ja, weil die Fachkräfte suchen. Mhm. Das ist natürlich jetzt eine ganz vorteilhafte Situation für uns, sage ich mal. Aber dieser Fachkräftemangel führt ja dazu, dass immer mehr Unternehmen sich überlegen, wie kann ich denn attraktiv für die Beschäftigten werden? Was muss ich denen denn bieten, damit die eben zu mir kommen und nicht zu meinem Konkurrenten gehen? Und da gibt es schon Unternehmen, die sagen, wir bieten jetzt sowas wie eine 4-Tage-Woche an. Ich würde empfehlen, guckt mal hin, ob das eine echte 4-Tage-Woche oder so ein bisschen eine geschummelte 4-Tage-Woche ist. Weil viele Unternehmen sagen dann auch, ich biete euch eine 4-Tage-Woche an und am Ende ist es nur ein Teilzeitmodell. Derweil kommt die Idee mit der 4-Tage-Woche ja teilweise nicht nur daher, dass man sagt, man muss attraktiv für die Leute sein und die Leute wollen das einfach und es ist auch gut für die Gesundheit, die Leute sind weniger krank, sondern es kommt auch aus der Idee her, dass man sagt, hey, wenn wir zu wenig Arbeit haben, also auf einmal fallen Arbeitsplätze weg wegen Automatisierung, wobei das alles immer so Sachen sind, wie viele dann unterm Strich wirklich wegfallen, steht jetzt auf einem anderen Blatt Papier. Aber so von der Idee her war das ja, wir haben es ja selber in der Krise oft als Idee genommen und zu sagen, hey, wenn es weniger Arbeit gibt, dann muss die halt trotzdem gerecht verteilt werden. Jeder arbeitet ein bisschen weniger, dann ist für jeden noch was da. Dann hat jeder noch ein Einkommen. Und also man muss sagen, das Thema 4-Tage-Woche, Arbeitszeitreduzierung, das funktioniert in beide Richtungen. Das funktioniert bei viel Arbeit, um Leute anzulocken. Und bei wenig Arbeit funktioniert es auch, dass für jeden was übrig bleibt. Absolut. Arbeitszeitverkürzung funktioniert zur Beschäftigungssicherung. Das ist ja im Grunde auch ein altes Mittel der Beschäftigungssicherung, was auch immer wieder angewendet wird. Also das eine Beispiel ist ja die Kurzarbeit. Kurzarbeit ist ja im Grunde nichts anderes als staatlich subventionierte Arbeitszeitverkürzung, wenn gerade nicht genug Arbeit da ist. Das zweite, was vielleicht noch spannend ist, es gab ja mal einen ganz großen Betrieb, ein ganz großes Unternehmen, was zur Beschäftigungssicherung die 4-Tage-Woche angewendet hat, das war VW. Ah, ja, stimmt. VW hatte ja mal die 4-Tage-Woche, haben die auch, also die Situation bei VW war damals, dass die 30.000 Beschäftigte abbauen wollten. Da hat die IG Metall gesagt, das wird nicht passieren, wir werden eine andere Lösung finden. Und die Lösung war dann tatsächlich die 4-Tage-Woche bei VW und niemand ist entlassen worden. Jetzt ist das VW-Beispiel schon mal ein gutes Beispiel, wie man eine Krise meistern kann. Wie kann man es denn in guten Zeiten meistern? Hast du da ein gutes Beispiel, wo du sagst, boah, die machen es genau richtig? Weil ehrlicherweise, Jacqueline war jetzt unterwegs, hat ein Beispiel gefunden. Das ist schon ganz cool, ist eher so eine 4,5-Tage-Woche, aber so ein richtig, richtig cooles Beispiel. Naja, also wenn man mal so ein bisschen über den Tellerrand guckt, ja, und sich in der Welt umguckt, dann stellt man schon fest, es gibt immer wieder Betriebe, Unternehmen, die so Modellprojekte zur 4-Tage-Woche machen und die zum Teil auch verstetigen. Also manche schaffen das wieder ab, manche verstetigen das aber auch. Das sind oft Unternehmen, IT-Branche, Kreativbranche, aber nicht nur. Aber ich war neulich auch bei einem großen Automobilzulieferer mit Standorten in verschiedenen europäischen Ländern, die auch darüber nachgedacht haben, ob sie nicht eine 4-Tage-Woche anbieten müssen. Aus zwei Gründen. Einmal aus dem Grund, dass sie Fachkräfte brauchen, dass sie attraktiv werden wollen. Also einer der CEOs sagte dann, stellt euch mal die Schlagzeile vor, wenn wir mit der 4-Tage-Woche rausgehen, da rennen uns die Leute die Bude ein. Zum anderen aber tatsächlich auch, weil sie sagen, wir wollen für die Leute in der Produktion sozusagen so ein Äquivalent zum Homeoffice schaffen. Also weil viele Leute ja jetzt in der Krise im Homeoffice waren, sagen auch Unternehmen, weil auch der Wunsch natürlich von den Beschäftigten geäußert wird,
irgendwie müssen wir bei denen auch was für die Vereinbarkeit tun. Und da ist die Idee 4-Tage-Woche für eine bessere Work-Life-Balance natürlich auch eine relativ naheliegende. Wir sehen, es gibt es schon in der einen oder anderen Branche, in der Industrie, ist es echt noch schwer zu finden. Wenn man das will, Sophie und ich hätten Bock drauf, aber da muss man sowas mit Tarifvertragen festmachen, einfach nicht darauf warten, dass Arbeitgeber von selber auf die Idee kommen, ja, könnte man mal anbieten, aber dann ist es natürlich immer zu Scheißbedingungen. Wenn man gute Bedingungen haben will, muss man für sowas kämpfen. Das entscheiden aber nicht wir beide hier, sondern das entscheiden alle Metallerinnen und Metaller, indem sie einfach ihre Wünsche immer in eine Tarifrunde reinbringen. Sag mal, wenn du jetzt deinen Wunsch reinbringst, wie sähe denn die perfekte 4-Tage-Woche für dich aus? Wie viele Stunden würdest du arbeiten? Hättest du einen freien Tag oder würdest du weniger arbeiten? Also mein ganz persönliches Wunscharbeitszeitmodell ist, glaube ich, über mein Leben flexibel. Also wenn ich mir wünschen dürfte, wie ich arbeiten kann, würde ich sagen, immer genauso, wie es gerade zu meinem Leben passt. Nämlich vielleicht mal Vollzeit, vielleicht aber auch mal ein bisschen weniger, damit ich mich besser um meine Family kümmern kann. Vielleicht aber auch mal 2 Monate gar nicht arbeiten zwischendurch, damit ich einfach mal was anderes sehe. Das bereichert aber, ja, am Ende auch die Arbeit. Da wird es aber nachher schwerer mit dem kompletten Lohnausgleich für 2 Monate nicht arbeiten, oder? Ja, das ist knifflig, das sehe ich ein. Aber erstmal geht es ja um mein Wunscharbeitszeitmodell. Ja, stimmt. Nein, und ich glaube, da geht es ja auch nicht nur mir so, sondern das ist ja auch was einfach viele Beschäftigte sagen, dass sie sagen, wir wollen Arbeitszeiten, die zum Leben passen. Das Wichtige ist, glaube ich, dass sie eben selbstbestimmt sind und nicht fremdbestimmt nur durch den Arbeitgeber, sondern dass die Beschäftigten selber bestimmen wollen, welche Arbeitszeit denn gerade zu ihrem Leben passt. Oh, das finde ich ein gutes Modell, da bin ich dabei. Danke, Sophie. Im Gespräch mit Henning haben wir ja vorher die positiven Effekte einer 4-Tage-Woche gesehen. Ich fand es jetzt total spannend, dass Sophie noch mal mehr auch die Herausforderungen aufgezeigt hat. Wie fandst du es? Gut fand ich's. Ich wäre total für eine 4-Tage-Woche. Ich auch. Bock, was willst du machen mit deinem freien Tag? Hey, also wenn man es wirklich, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Es gäbe ja sowas wie, du gehst einfach früher nach Hause und machst das an 5 Tagen in der Woche. Es ist ja eine Arbeitszeitreduzierung. Wenn man wirklich einen freien Tag macht, und das fände ich eigentlich auch ganz cool, ich bin ehrlich, viele wären so, dass sie sagen, okay, ich kümmere mich nochmal, ich mache noch was Ehrenamtliches. Ich würde meine Kinder in die Schule und in den Kindergarten schicken, meine Frau in die Arbeit und ich würde mir auf die Couch schauen und mal einen Tag chillen. Ja, klingt geil, finde ich jetzt überhaupt nicht verwerflich in unserer Leistungsgesellschaft. Ja, aber jetzt nochmal was ganz anderes, Christoph. Du erinnerst dich doch bestimmt an unser Wasserstoffquiz, was du mal quasi mit mir gemacht hast. Wo du so schlecht warst? Ach nee, so herausragend wo gut warst so du da. Gut war, genau. Ja, doch, ich erinnere mich. Ja, und ich wollte mich schon seit langem mal dafür revanchieren und Gott, jetzt ist oh es soweit. Gott, oh Gott, jetzt geht's los. Ja, das läuft jetzt so, ich stelle dir Fragen und du schätzt oder gibst direkt die Antworten, wenn du sie weißt. Ja klar, also weiß die Antworten. Ja. Egal, was kommt jetzt. Ja gut, bei Schätzfragen ist das ja mal so eine Sache, aber wer weiß, vielleicht hast du es dir auch schon irgendwann mal durchgelesen. Müssen wir vorher mal feststellen, bis auf die 2. Kommastelle, oder? Also weil ja, okay. Sonst ist ja für mich keine Herausforderung. Ich hatte zwar höhere Ansprüche, aber machen wir es so. Okay, also, erste Frage. Was schätzt du denn, wie viel Zeit Menschen wirklich produktiv an einem, sag ich mal, Stani 8-Stunden-Tag arbeiten? An einem 8-Stunden-Tag? Genau. Also ich arbeite ja nur 7 Stunden. Da kannst du es nicht. Und bei den 7 Stunden arbeite ich 6 Stunden 55 Minuten sehr produktiv und im Durchschnitt und 5 Minuten lenkst du mich immer von der Arbeit ab. Nee, nur. Jetzt mal. Bei einem 8-Stunden-Tag, wie viel produktiv? Hey, also jetzt muss mal meine Chefin jetzt kurz sag weghören. Doch was. Jetzt soll die mal kurz weghören. Du musst ja nicht ich von sag dir mal 4 Stunden. Okay, also wir betonen jetzt immer, Christoph spricht nicht von sich selbst, sondern von dem, was er denkt, was der Durchschnitt ist. Und das ist sehr optimistisch gedacht. Es sind tatsächlich laut Statista 2 Stunden und 53 Minuten. Oh. Von daher, das ist schon mal, das spricht auf jeden Fall für die 4-Tage-Woche, finde ich. Genau, vielleicht hast du ja auch schon mal von der einen oder anderen Studie gehört, wo das Modell der 4-Tage-Woche ausprobiert wird. Willst du sagen, ich habe mich auf die Folge nicht richtig vorbereitet, oder was? Ich will jetzt nicht sagen, wer hier... ich habe 2 Stunden, 38 Minuten oder wie viel war es, konzentriert gearbeitet. Genau. Was meinst du denn, wo wurde die bislang größte Studie durchgeführt und vielleicht auch in was für einem Umfang? Schweden und es wurden 17 Leute befragt. Ist das jetzt, also das ist jetzt deine Antwort, okay? Nee, ich weiß, dass irgendwie in Skandinavien, also es gab, glaube ich, in Belgien und in Skandinavien waren die... Nee, in Schweden war das, glaube ich, sogar so, da wird es staatlich, die 4-Tage-Woche, haben sie versucht voranzubringen
Oder war das Spanien? Mensch, was hat die Sophie denn jetzt gleich nochmal mir erzählt? Ich habe schon wieder vergessen. Ich sag mal Schweden und in welchem Umfang? Was meinst du mit Umfang? Wie viele Leute die dafür gefragt haben? Ja, vielleicht Leute, Unternehmen. Ja, was denn jetzt? Leute oder ja, Unternehmen? Meistens wird beides genannt. Du kannst aber auch einfach nur Leute nennen. Wie viele Leute die gefragt haben? 5.000. Mhm. Toll. Das ja, ist natürlich viel zu viel. Nee, erstmal Skandinavien habe ich gedacht, ja, okay, Christoph sagt jetzt das, was meist, also ganz bekannt ist diese Island-Studie. Die ach ja, stimmt. Ne? Also das ist eigentlich das, was man immer hört. Da habe ich mich auch drauf vorbereitet, habe gedacht, ja, das sagt der Christoph bestimmt. Das sind nämlich, da haben sie zwischen 2015 und 2019 mit 2.500 Arbeitskräften, ja, das ist nämlich auch schon viel, haben sie das geprobt. Das ist sogar 1% der Bevölkerung des Landes. Und das wurde durchgeführt bei gleicher Bezahlung, kann man sich auch mal durchlesen, das ist eine ganz spannende Studie. Tatsächlich ist es aber so, dass es jetzt auch Auswirkungen hat, nämlich heute haben insgesamt 86% der isländischen Beschäftigten Recht auf verkürzte Arbeitszeit. Aber, jetzt kommt das große Aber, das war gar nicht die größte Studie. Wie viel Prozent waren das jetzt? 86%. Boah. Ja, ja. Aber das war nicht die größte Studie, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Gerade läuft eine in Großbritannien mit 3.300 Angestellten, 70 Firmen, auch kompletten Lohnausgleich. Und das ist jetzt erstmal auf 6 Monate angelegt. Da gibt es auch eine ganz positive Zwischenbilanz von wegen Produktivität geht nicht runter. Also du hast viel zu viele Leute geschätzt und du hast auch den falschen Stein geschätzt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie soll man denn das schätzen? Was ist denn das für eine Schätzfrage? Na gut. Okay, hast du noch eine Frage für mich? Ja, ja, cool. Vielleicht weißt du die ja endlich. Also, wie viele Tropfen Wasser sind im Meer? Also deine Fragen waren auch nicht viel besser an mich, aber egal. Also ein paar Pioniere und Pionierinnen auf dem Gebiet gibt es ja schon. Wir haben ja schon gehört, in Deutschland sind das jetzt nicht so viele, aber in anderen Ländern ist da schon ein bisschen mehr passiert. Was meinst du denn, wann hat das denn angefangen so mit 4-Tage-Woche einführen? Also wann haben die ersten Unternehmen damit angefangen? Jetzt machen wir es wie bei mir. Wer wird Millionär? Wird Millionär. Und man muss so per Ausschlussverfahren. Ich werde jetzt mal euch an meinen ganzen Gedankengängen bitte daran teilnehmen lassen. Das ist einer, der rast gerade durch mein Gedanken. Die 4-Tage-Woche, die ist von Unternehmen, glaube ich, eher so aus der Richtung gekommen, wir müssen attraktiv für Beschäftigte sein. Und wir wollen damit die Leute anlocken. Und das wird jetzt auch wieder so im Fachkräftemangel-Zeitalter wird das auch wieder wichtig. Aber ganz oft ist es in der IT so gewesen, also dass IT-Firmen gesagt haben, okay, wir müssen interessant sein, damit die Leute zu uns kommen. Und jetzt, wann sind da so, ich sag mal so, wenn ich so an diese Dotcom-Blase und diesen Aufstreben der IT-Dings denke, ja, das ist 2000, dann sage ich mal, angefangen haben die vielleicht in den Ende der 90er? Optimistisch, aber ja, macht natürlich, also du hast schon halb recht. Also natürlich. Lang gelabert, völlig falsch, nee, oder was? Also es kommt schon wirklich aus dieser Start-up-Szene. Die haben so damit so in den 2010er Jahren angefangen und die, ja, die größte IT-Tech-Firma, die dann wirklich damit groß eingestiegen ist, das war Microsoft in Japan. 2019. Also man merkt, dass Japan alles ist ja wirklich bekannt für ganz geile Arbeitszeiten. Ne? Genau dazu da wäre ich auch sofort drauf gekommen. Das habe ich jetzt nicht noch in meiner Vorbereitung drin, aber genau dazu bin ich auch natürlich in meiner Recherche gestoßen, dass natürlich, das hat schon einen Grund, warum die in Japan damit angefangen haben. Okay. Wie heißt dieses Wort, wenn man an Überarbeitung stirbt? Was in Korea, dass du das nicht kennst, ist mir klar. Irgendwas mit Habe, ich habe es jetzt gerade vergessen. Aber genau, es hat schon seinen Grund, warum die da angefangen haben. Aber ja, das waren meine Fragen an dich, Christoph. Wo ist mein Preis? Ich weiß nicht, wenn man so viel falsch gesagt hat, ob man einen Preis verdient hat. Aber nochmal, wir sind hier in einer Leistungsgesellschaft, die wir nicht immer unterstützen wollen. Also du kriegst gleich einen Kaffee in der Kaffeeküche. Cool. Ich würde sagen, unsere produktiven 2 Stunden, 53 Minuten sind jetzt vorbei. Deswegen sagen wir Adieu und ja, Macht's gut. Wenn ihr sowas wie eine 4-Tage-Woche wollt, dann wendet euch an eure IG Metall-Leute. Macht Tarifrunden sind immer wieder eine Option, sowas durchzubringen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir mal so eine Tarifrunde in so eine Richtung gestalten. Das liegt. Ich hätte Bock. Genau, kleiner Wunsch von uns. Aber ihr hättet vielleicht auch Bock und überlegt euch mal, lasst uns mal ein bisschen träumen, was wir dann mit dem freien Tag machen. Würdet ihr auch auf der Couch sitzen, so wie ich? Ja, schreibt uns doch Flezen, gerne mal. Liegen. Insta, Facebook. Ja, schön. Genau. Macht's gut. Macht's gut, Leute. Bis Ciao. Dann. Ciao.